Man sieht hier die Bugschürze mit dem großen Eintritt, bei dem das Kaninchengitter ist. Das ist die Kühlluft, oder der Kühllufteintritt. Und dieses Kaninchengitter ist nur dazu da, damit halt keine Blätter reingesaugt werden. Hier oben das Loch, da gehört eigentlich ein Stöpsel drauf. Das ist das Loch für die Andrehkurbel. Man kann also den Motor noch andrehen. Und die beiden anderen Öffnungen sind die Kühlluftschächte für die Bremsscheiben. Da sieht man eine Bremsscheibe. Ich gehe mal in die andere Perspektive, sieht man es wahrscheinlich besser. Da ist sie, die Bremsscheibe. Die linke in dem Fall. Jetzt können wir sie beide sehen, nämlich hier und hier. Das sind innenliegende Bremsscheiben und der Kühlluftschacht, den man vorhin von vorne gesehen hat, der endet hier und winkelt genau auf die Fläche der Bremse. Das ist sozusagen die Bremsenkühlung. Nebenbei gemerkt, das Citroën DS war 1955 das erste Großserienfahrzeug mit serienmäßigen Scheibenbremsen überhaupt. Nun, was man hier noch sieht, ist die Ölwanne, also das untere Ende vom Motor. Und bei den Schrauben hier, der Deckel, da drin ist der Ölfilter. Also der Ölfilter bei dem Motor steckt im Motor drin, da muss man halt den Deckel aufmachen und ihn rausholen. Das ist ein klein wenig aufwendiger als beim anderen Auto, dafür liegt der Ölfilter halt geschützt im Motor. Man kann den fast völlig planen Boden einer DS sehen, der quasi nur durch das Auspuffrohr gestört wird. Ich schwenke jetzt mal 180 Grad nach hinten. Hier kann man sehen, dass der Kofferraumboden nach hinten ansteigt. Das ist absichtlich so gemacht, dass die Auftriebskraft bei höherer Geschwindigkeit möglichst wenig ist, also quasi um dem Auftrieb entgegenzuwirken. Nun eine simulierte Nachtaufnahme.